Dortmund gegen Bayern. 18:30 Uhr, Topspiel im Westfalenstadion. Es wird richtig heiß, es wird richtig wild. Ich habe richtig Bock, ich hoffe, ihr auch. Viel Spaß. Servus, Grüezi und Hallo. Schönes T-Shirt haben wir alle. Ja, ganz schnell, Chip heute. 2-2. Wer macht die Dinger? Coco Bellingham. Also ich muss ja sagen, ich habe die ersten Bayern-Fans schon gesichtet, ne? Und ich sag's jetzt unter uns, ne? Wirklich unter uns Dortmund-Fans und so. Ne? Ist ja auch gar nicht böse gemeint, aber wenn ich das sehe, dann wünsche ich mir einfach noch mehr einen Sieg. Versteht ihr das? Ich glaube, ihr versteht das, oder? Ich sag ja jetzt nicht guter Fan, schlechter Fan oder so. Vielleicht aber auch doch. Vielleicht aber auch doch. Freunde, der erste Bissen des Tages. Es ist so lecker, Leute. Na? Na, Junge? Schon wieder am Film, oder was? Ja, klar. Standesgemäß Ergebnistipp? 3-2. Wer macht die Dinger? Muki. Modest wird eingewechselt, macht ein Kopfballtor. Und wenn Hummel spielt, dann eher noch eins. Mit einer Flanke von Brandt. Warum darf man so eine Scheiße bei uns überhaupt aufstellen? Das weiß kein Mensch, ne? Freunde, drin sind wir, jetzt gehen wir Richtung Südtribüne und dann geht es in den Block und dann 90 Minuten Vollgas-Support. Wundert euch nicht, wenn nicht wirklich viele Spielszenen kommen, weil ihr wisst es, auf der Südtribüne gilt was, Handy weg, Stimmung, laut sein und genau gerade gegen Bayern müssen wir das auf jeden Fall sein. So Freunde, rein in den Block. Yeah.
So, Freunde, Halbzeit 1-0 für Bayern München. Enges Spiel bis jetzt, muss man auf jeden Fall sagen. Wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Wir hatten unsere Chancen genauso. Die hatten wieder Neuer, hatten dann das entscheidende Glück. Eine Aktion unterscheidet bis jetzt alles. Weitermachen, zweite Halbzeit auf die Süd. Gas geben, Dinger machen, dann drehen wir das Ding noch. Ich habe gesagt 2-1. Ich bin optimistisch. Das kannst du dir nicht ausdenken, das kannst du nicht. Du bist nicht schlechter, du bist einfach nicht schlechter, wirklich nicht. Eine Ewigkeit später. So Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen, musste mein Handy erstmal laden, weil natürlich war der Akku irgendwann weg. Und ich sag euch warum. Meine Powerbank ist einfach kaputt gegangen beim Torjubel. Ich hatte keinen Akku mehr, keinen Strom mehr, kein nichts mehr. Es war ein geisteskrankes 2-2, es war ein 2-2-Sieg. Modest, Anthony, endlich mal. Es fühlt sich einfach an wie ein Sieg. Seien wir ehrlich, jede Borussin wird mir das bestätigen. Es war einfach ein 2-2-Sieg. Einfach ein Sieg der Moral, des Willens. Es war einfach geisteskrank. Wir haben einfach diese gelb-rote Karte nochmal ausgenutzt, sind nochmal zurückgekommen. Endlich haben wir dieses Ding auch nochmal nicht verloren, weil in den letzten Jahren war es so, diese engen Spiele hast du verloren, diesmal nicht. Wir sind punktgleich mit den Bayern, es war großartig und ich hoffe, euch hat dieser ganze Vlog gefallen, auch wenn ich hinterher eben keinen Akku mehr hatte. Ich habe mein Bestes gegeben, gerade von der Süd war es wirklich schwierig. Ihr wisst, warum wenig Material kam, warum. Man muss einfach wirklich Vollgas supporten für Borussia Dortmund und weil wir das getan haben, weil die Stimmung wirklich geil war, weil die Euphorie da war, weil meine Stimmung weg ist, haben wir es gemeinsam noch gemacht. Deswegen, in dem Sinne, liebe Leute, das soll es jetzt wirklich endgültig gewesen sein. Das waren nochmal meine 2-3 Sätze zu dem Ding. Geisteskrank. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen nach oben, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr nichts mehr. Ich bin raus, euer Toxi. Macht's gut. Nur der BVB, Freunde. Nur der BVB.